Tag und willkommen zu einem neuen Video von mir, Leute. Heute steht mal was Krasses an. Nicht. Okay. Ich habe euch auf jeden Fall was zu sagen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber am 23. bis zum 25. bin ich auf einem Event. Da werde ich wahrscheinlich vloggen für euch. Ich habe schon nachgefragt, ob ich da vloggen darf und die meinten auf jeden Fall. Ich freue mich schon richtig drauf, oh mein Gott. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, denn heute geht es ja eigentlich um den Titel. Also ihr seht auf jeden Fall, dass ich auf einige Kommentare von euch reagieren werde. Halt komische, auch positive Kommentare, negative und da waren echt komische Kommentare dabei, Leute. Wirklich. Ich würde mal sagen, starten wir direkt und wir sehen uns dann gleich hier vorne. Okay, ich bin wieder back und Leute, wundert euch nicht, wenn es nicht so hell ist wie immer eigentlich in meinen Videos. Eine Softbox von mir ist kaputt gegangen, jetzt habe ich nur noch eine. Aber egal, ich werde das auf jeden Fall nochmal regeln. Und ich habe noch eine Sache. Ich werde mir jetzt diesen Monat ein neues Mikrofon holen, dann ist der Ton endlich mal besser. Okay, ich will jetzt aber auch nicht viel weiterreden, Leute. Ich lege jetzt auch mit den Kommentaren los. Ich werde die immer hier einblenden und ja, Leute, da sind echt manchmal so richtig... Ich habe wirklich richtig komische Kommentare gefunden. Oh mein Gott, Leute, hier schon der allererste Kommentar, den ich gescreenshottet habe. Like, hübsche, wir passen zusammen. Kollege, du bist 13 und sie 15, das wird nichts. Und er hat noch seinen Insta-Namen hingeschrieben. Nichts gegen dich, ich will dich jetzt auch nicht angreifen oder so, aber denkst du wirklich, ich werde mich bei dir melden? Nächster Kommentar von Galaxy Elite war auch vor 2 Tagen unter mein letztes Video. Warum wird mir so ein Sch*** empfohlen? Hashtag Dislike. Hast du denn einen Grund, warum das scheiße ist? Klar, vielleicht gefallen dir keine Reactions auf eine Pizza oder so. Kann ja auch sein. Hier einmal ein positiver Kommentar von MattP Gaming, auch vor 2 Tagen. OMG, wie gut kannst du bitte schneiden? Abo ist da, Like auch. Das freut mich natürlich sehr, dass es dir gefällt. Leute, ich stecke da wirklich echt viel Arbeit drin, das Schneiden. Ich schneide sogar nicht mal die ganze Nacht durch. Auf jeden Fall danke dafür, dass du mir das gesagt hast. Und ja, freut mich sehr, weil ich kriege in letzter Zeit echt viel positives Feedback und so. Oh mein Gott, hier auch nochmal so ein richtig unnötiger Kommentar. Ich hab gerade fett gesch... Es hat einfach 6 Likes. Warum schreib mal unter ein Video? Ich verstehe das nicht. Ein Kommentar von Siddo. Ihr kennt ja noch Siddo. So krass, die kleinen YouTuber zu sehen, war Hey Moritz ja auch bevor seinem Video, seinem Musikvideo und noch davor. Okay, der Satz war gerade richtig komisch, aber ja, aber was heißt klein YouTuber? Ich bin ja klein und das heißt ja nicht, dass ich groß werde. Also wäre schon richtig krass, wenn das passieren würde, aber ich kann es ja nicht voraussehen. Oder zum Beispiel so ein Kommentar. Das war unter dem Video, wo ich diesen YouTube-Keks gebacken habe. Wer das isst, isst auch kleine Kinder. Ich verstehe den Spruch, aber... da war... Oder hier von Hallo YouTube, 625 Abonnenten, der Hype ist real. Leute, ich komme halt echt nicht drauf klar, wie schnell es geht. Ich glaube, ich habe das jetzt schon mega oft gesagt, aber es geht einfach so schnell. Das ist so krass, Leute. Oh mein Gott, ich hatte vor einem Monat noch 400 oder so und jetzt liegen wir schon fast bei 900. Das ist mega krass. Ich habe in meinem Nintendo Switch Video gesagt, dass ich gerade von der Arbeit kam. Ich kann es euch hier noch einmal einblenden. Darauf reagieren, weil ich kam da gerade von der Arbeit. Dazu hat der Jordi Romi geschrieben oder so, keine Ahnung, ist auch schon 1 Monat her, hat er geschrieben, auf jeden Fall kommst du gerade von der Arbeit, Kappa. Wenn ihr wollt, kann ich es euch beweisen, dass ich arbeiten war. Ich habe sogar Arbeitskleidung, Leute. Warte. Toll, das kommt jetzt ja richtig dumm vor, weil meine Arbeitskleidung in der Wäsche ist. Weil ich ja gestern arbeiten war. Und dann halt auch noch auf das Nintendo Switch Video schön auf 3 Minuten strecken von Silver Red the Gamer. Ich strecke halt wirklich gern die Videos länger, weil richtig viele Leute sagen mir immer, Isabel, mach deine Videos länger, Isabel, mach deine Videos länger. Und dann sage ich mal, ja, ja, ich versuch's ja schon am Schneiden. Und deswegen versuche ich immer, die Videos länger zu schneiden, damit die mir nicht mehr sagen, Isabel, mach deine Videos länger. Deswegen, ja, ich habe schön auf die 3 Minuten gestreckt. Und ich habe noch nie eine Abstimmung gemacht hier oben. Und ich weiß noch nicht, wie das geht. Aber ich werde jetzt einfach mal fragen. Ich weiß nicht, ob ich diese Abstimmung hinkriege. Aber sonst schreibt mir das einfach in die Kommentare. Findet ihr es besser, wenn ich so Sachen vor der Kamera mache, so sitze? Oder findet ihr besser, wenn ich Sachen so
so vlogmäßig mache. So. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, weil das würde mich sehr interessieren. Ja, genau Leute, hiermit verabschiede ich mich heute von meinem Video und wir sehen uns dann auf jeden Fall diese Woche nochmal wieder und ja. Und ja, genau, ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche und ciao.